Schönen Dank, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und nicht bei mir daheim. Na, wobei, heute war es egal gewesen. Nicht? Also, völlig wurscht. Wenn es heute alle bei mir vor der Tür gestanden wart und angelegt hättet, völlig wurscht. Ich war eh nicht zu Hause gewesen. Nicht? Eigentlich komisch, obwohl es ja daheim am schönsten ist. Nicht? Kennt man ja, glaube ich, den Spruch, oder? Schon mal gehört? Daheim ist am schönsten. Da reden wir mit einem Urlauber. Die kommen zurück, 3 Wochen Mauritius, ja, braun wie ein Grühhändl, 38 Grad, türkises Wasser, weißer Sandstrand. Na, wie war's? War eh schön. Aber? Naja, daheim ist alle beim schönsten, muss ich sagen. Ja. Und ich habe natürlich auch eine Vielzahl an Gastreferenten zu diesem Thema hierher mitgebracht, die alle wirklich eine schier unglaubliche Anzahl an Erfahrungsschatz in Sachen Urlaub mitbringen. Und da begrüße ich mal sehr herzlich den Rekordnationalspieler des ÖFB, des österreichischen Nationalteams. Herzlich willkommen, Andreas Herzog. Na hallo, grüß euch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe über 100 Länderspiele für Österreich gemacht, ich habe einen Trainerschein gemacht, ich habe im Trainingslager ins Bett gemacht und ich habe natürlich... Ich habe natürlich viele Erfahrungen sammeln können im Ausland, aber natürlich auch international ist keine Frage. Nicht? Ich meine, ich habe die ganze Welt gesehen, ich bin ein Kosmopolit, kann man sagen eigentlich. Nicht? Ich meine, das ist... Verstehe. Auch der Autor des Buches Der Dativ und ich, ein Fall für zwei, ist heute hierher gekommen. Er hat sich einen Namen gemacht als Grammatikator. Herzlich willkommen, Herbert Prohaska. Ja, grüß Gott auch von mir. Sprich von meiner Seite. Ja, und ich kann eigentlich dem, was der Andi gesagt hat, allalong nur recht geben, sprich zustimmen. Also der Grund, warum ich heute hier vor Ihnen stehen kann, ist einzig und allein mein linker und mein rechter Fuß, allalong. Und nicht zu vergessen natürlich, der graue Star von Córdoba, der Goleador, hat sich heute auch die Ehre gegeben und ist hierher gekommen. Hans Krankl, schönen guten Abend. Herr Krankl, wie denken Sie eigentlich darüber? Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Mir fehlt die Kraft zum Widerspruch. Und... Auch ein Großmeister der Rhetorik darf heute natürlich nicht fehlen, Anton Polster. Toni, was hast du denn für Erwartungen? Ja, was habe ich für Erwartungen? Ja, ich habe eigentlich keine großen Erwartungen. Die Hauptsache ist, ich muss mich bis zur Pause nicht bewegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, Toni, es war ja das erste Mal, dass du dich vor der Pause bewegst hast. Herzl, was fällst du mir jetzt in den Rücken, bitte? Ja, ich bin immer dorthin gegangen, wo es wehgetan hat. Gescheiter war das gewesen, du warst hier gerannt, hätte man mehr Gold gemacht, ne? Na und, ich war ein sehr beliebter Fußballer, ja. In meiner aktiven Karriere... In deiner was? In meiner Karriere... Nach dem Match beim Leiberltausch haben sich immer alle um mein Trikot gestritten. Na klar, das ist das Einzige, wo das nicht verschwitzt war, ne? Okay. Also... Nein, möchte da jetzt auch keinen öffentlichen Disput auf der Bühne aufkommen lassen, zumal ich ja eben, wie gesagt, auch Gastreferenten heute eingeladen habe, die nicht gar so viel Zeit haben wie die zwar. Das ist mal richtig, das ist der erste springende Punkt und wir schauen, ob wir da weiterkommen. Wenn man richtig gut performt, wenn man underperformt, interessiert mich das einmal relativ wenig, wenn ich den Schwachsinn da überhaupt anhören kommen kann. Also, um was geht's da überhaupt bei dem Blödsinn? Niki, berechtigte Frage, gebe ich zu. Worum geht's? Jetlag für Anfänger. Der Titel. Ja, was kann man daraus schließen? Es ist so eine Art Praxislehrgang für Urlauber, nicht? So eine Art Seminar. Seminar ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber so ein Praxislehrgang für den perfekten Urlaub. Und Seminare, ich meine, da gibt es ja wirklich wie Sand am Meer. Seminare gibt es ja ohne Ende. Nicht? Das ist ja, Wifi kennt man vielleicht, ist ein Begriff, nicht? Wissen ist für immer. Und ich habe so eine kleine eigene Wifi gegründet, so Urlaubswifi. Bei mir heißt es halt nicht Wifi, sondern Wifi, also wie fliege ich weg. Und da kann man wirklich sehr viel lernen, zumal ich ja selber wirklich einen großen Erfahrungsschatz in Seminaren habe. Ich habe wahnsinnig viel Seminar selber besucht, nicht? Also Kochen ohne Fett habe ich gemacht, Nichtraucher in 3 Minuten, gewaltfreies Umtopfen, Frauen verstehen Teil 1 bis 12, dann habe ich, ja, ist auch immer voll das Seminar, also man kriegt kaum einen Platz. Ne?
Dann habe ich gemacht so Aufbauseminare. Also es sind so Module, kann man sagen. Nicht? Das ist Modul 1 und Modul 2. Und du kannst Modul 2 nur machen, wenn du Modul 1 absolviert hast. Ne? Und jetzt habe ich zum Beispiel gemacht, Modul 1 war reich werden im Internet und Modul 2 sechs Monate später meine erste Insolvenz. Ne? Frage an Hans Krankl, das Thema Insolvenz betrifft Sie gar nicht, oder? Ah, Insolvenz betrifft mich nicht. Ich habe es bis jetzt jedes Mal aufs Klo geschafft. Also das ist ein Blödsinn, ne? Gut, dann gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Bücher zum Thema Urlaub. Nicht? So Praxisratgeber kennt man ja. Das Problem bei den Bücheln ist halt nur, wann hat man wirklich Zeit zum Lesen? Im Urlaub, ne? Wenn du aber jetzt im Urlaub das Buch für den perfekten Urlaub liest, ist ein bisschen so, wie wenn eine Frau beginnt im Kreissaal den Beipacktext der Verhütungszäpfchen zu lesen. Ne? Das ist, könnte man sagen, zu spät. Ne? Und ich meine jetzt ganz ehrlich unter uns, Urlaub, ein gelassen ausgesprochenes Wort, ist aber in Wahrheit nichts anderes wie, ja, man könnte sagen, die Fortsetzung des Familienlebens heute unter erschwerten Bedingungen. Ne? Gibt aber auch Leute, denen ist das nicht schwach. Nur, ja, die suchen das Extrem. Das sind Extremurlauber, die nennen sich Camper. Ja? Camping, eine Form von Extremurlaub. Ne? Sicher, wenn man die eigene Verwahrlosung als Erholung wahrnimmt. Kann das schon schön sein. Ne? Aber egal, ich möchte keine Camper aus Ihnen machen, sondern richtige Profis, richtige Jetlagger. Und dazu merken wir uns einmal die drei wichtigsten Punkte für eine perfekte Urlaubsabwicklung. Ja? Das ist einmal die Planung, die Durchführung und die Nachhaltigkeit. Also Planung ist klar, nicht? Wohin, wie lang, wer brennt. Ne? Die Durchführung, auch klar, hinfliegen, essen, trinken, baden, schlafen, essen, trinken, baden, schlafen, heimfliegen. Und die Nachhaltigkeit. Was hat es gekostet, was hat es gebracht und wo sind eigentlich die Koffer? Ne? Das Allerwichtigste, was wir aber für einen Urlaub brauchen, ist das, wovon wir alle immer weniger haben, nämlich Zeit. So ist es. Gibt dann Heidi Stempel ins Mitteilungsheft. Bravo. Ja. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie kommen wir zur Zeit? Wir können sie uns nehmen, nicht in einem aufrechten Angestelltenverhältnis, gehst einfach zum Chef und sagst, nein, ich gehe in Urlaub, fange eine Woche Urlaub an. Da muss ich Urlaub, wo du wieder, ich wollte eh gerade in Urlaub werden. Nein, ein bisschen frischer Luft schnappen, ich bin Burnout gefährlich, ich bin ein bisschen weggefahren. Nicht? Ja, wo ist dann fährst du halt weg, eine Woche, patsch. So, Zeit haben wir, oder wir sind arbeitslos, dann rennt es anders, nicht? Dann hast du eh Zeit ohne Ende, halt kein Geld. Nicht? Oder wir sitzen im Nationalrat, nicht? Dann haben wir Zeit und Geld ohne Ende, also beides. Beides im Überfluss. Ne? Und dann natürlich die Gretchenfrage für alle Urlauber, wo fahren wir denn überhaupt hin? Das heißt, wir pilgern ins Reisebüro unseres Vertrauens, ja, holen uns dort einmal eine Beratung und vor allem 6 Kilo Prospekte, gehen mit denen heim und beginnen selbige einmal durchzuarbeiten. Und im Zuge dieses Durcharbeitens kommen wir drauf, wir haben eigentlich schon lange keine Fernreise mehr gemacht. Ne? Da ist schon Herr Bermudas, ja, ich hätte es auch sagen, ja, warum nicht? Ja? Die großen Antillen. Jucken nicht im Schritt, nein, nein. Und irgendwann einmal entscheiden wir uns für 2 Wochen Karibik. Kommen aber drauf, dass wir uns nur 2 Tage Bodersdorf leisten können. Ne? Die Suche nach einem richtigen Hotel ist mitunter schwierig. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ne? Ich schaue immer stundenlang im Internet, bis ich endlich mein Hotel gefunden habe. Dann drücke ich endlich auf Buchen. Klack, ausgebucht. Ne? Super. Na, weißt du, einen Fehler machst du lange. Bitte? Einen Fehler machst du. Und zwar, na nicht zwar, an. Ja, welchen? Ich kriege eigentlich immer ein Zimmer, muss ich ganz ehrlich sagen, ich lasse immer das Hochadelsprinzip zum Einsatz kommen. Ne? Das Hochadelsprinzip? Na sicherlich, ich rufe aus, ich grüß Gott, da spricht der Herzog von Österreich. Ne? Und ich hätte gern die Turmsuite mit Mehrblick, bitte. Ne? Dann sagt sie, tut mir leid, die Turmsuite mit Mehrblick, die ist schon monatelang ausreserviert. Sag ich, was heißt ausreserviert? Was ist, wenn die Rolling Stones auf einmal kommen, die kriegen die Turmsuite auch nicht? Sag ich, selbstverständlich, die Rolling Stones kriegen die immer die Turmsuite. Sag ich, na geht schon, dann gebt's uns, weil die kommen auf gar keinen Fall. Ne? Kein Problem, bitte, für mich. Ne? Und da habe ich mich dann entschieden, nein, also das Jesolo, puh, vielleicht da was anderes, nicht? Ich flieg wieder weg, ja? Weit. Da triffst solche offen nämlich nicht. Andere. Aber nicht solche, nicht? Bei der letzten Fernreise, Wien schwächert, Duty Free Shop, ich drinnen auf einmal, langer Maschine, Buh, ha, ha, ha. Toni, hallo, was machst du da? Ja, wollte dich auch gerade fragen, jetzt. Was machst du da herin in den Douglas? Douglas, oder? Ja, Douglas, Douglas, ja, wurscht, ein Hornbach für Frauen ist das da, ne? Das, ja, wurscht, ne?
ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich gar nicht hineingehen, aber meine Frau wollte sich da einen Duft kaufen und hat sich Gott sei Dank eh was Billiges ausgesucht. Vielleicht kennt ihr, wer Tester heißt er. Und ja, und ich habe mir dann auch ein Fläschchen gekauft, nicht? Aber ein Aftershave halt, nicht? Klar, nicht? Der Jimmy, ein Aftershave habe ich genommen, nicht? Was im Nachhinein betrachtet ein bisschen ein Blödsinn war, nicht? Weil mir, bin ja schon 2 Stunden am BD geguckt nachher, nicht? Weil das so brennt hat als wir, nicht? Das war. Ich war schon wie ein Pavian hinten, nicht? Das war. Ja, aber jetzt, ich meine, ganz ehrlich, das ist ja auch nicht zu Ende gedacht. Ja, weil wie kann man da Aftershave aufschreiben? Da muss oben stehen Face-Shave, ne? Dann kenne ich mich aus. Ne? Da, meine Eau Toilette ist auch kein Heißelspray. Ne? Ich meine, was soll das? Ne? Da müsste oben stehen, dass man sich auskennt für Herrn Lancôme Bourhomme. Ne? Dann weiß ich. Ne? Ja. Ah, Lancôme Bourhomme, ich merke, du bist multilingual. Also mehrsprachig? Jo. Nein, das Französisch liegt mir, das kann ich gut. Das rede ich eigentlich schon lange, das habe ich in Paris gelernt selber. Da waren wir mit der Nationalmannschaft, waren wir beim Länderspiel dort in Urlaub. Und ja, und am Abend vor dem Spiel wollte ich halt noch ein bisschen bummeln gehen und ein bisschen schauen und Schuhe kaufen. Nicht? Paris ist die Stadt der Mode, eine Metropole. Und da haben wir ein paar Haberer geschnappt, nicht? In Wolfertfranz, in Ogerl, in Ogrisand, in Herzelein. Und sind wir runtergewogelt, ich weiß nicht, wer sich in Paris ein bisschen auskennt, da auf die Dinge zu den, also die Brade, der französische Gürtel, kannst du sagen, nicht? Da auf irgendwo, da oben hast du dann eh dort diese, und links eigentlich oben steht er eh, nicht? Also da, und bei den Eicheltouren, wenn du links gehst, ja, hast du eigentlich die Rue de la Boque und dort ist das Schuhgeschäft, ne? Ja, und dort habe ich ganz normal mit dem Verkäufer Französisch geredet. Das war eigentlich keine Geschichte, muss ich sagen. Ich bin reingekommen, nicht? Der ist drin gestanden, schaut mir an, sagt ein paar Schuhe, sage ich, ja, die braunen von der Auslag. Ne? Und ja, und der hat natürlich sofort angesteckt, nicht, dass wir Französisch kennen, wir zwar nicht. Und also wir waren sprachlich auch Schuhe. Und oder einen leichten Akzent hat er schon rausgekehrt. Da hat er gleich gefragt, ah, Alemann? Sag ich, nein, nur für mich. Also die und dann. Ja, und dann habe ich mir wirklich ein wunderbares Paar maßgeschneiderte Bodenschlapfen habe ich mir geleistet. Und dann hat aber der Ogerl schon ein bisschen Hunger gekriegt. Nicht? Sagt er, komm, frag ihm, was wegen einem Einschneiden. Nicht? Und da habe ich natürlich in akzentfreiem Französisch ich gesagt, Restaurant. Nicht? Hat er auch gleich verstanden. Nicht? Hat er gesagt, wie? Sag ich, mir wurscht, mit Bus, mit Taxi, irgendwo. Nicht? Ja, und dann sagt er, Place de la Concorde. Nicht? Sag ich, nein, Alter, nicht am Flughafen, da irgendwo in der Stadt herinnen, nicht? Wo man zu Fuß hingehen kann. Nicht? Und nein, der Ogerl war dann schon Paare, der hat gesagt, komm, vergiss den Schüttler, wir suchen sie selber was. Ne? Sind wir rausgewogelt und haben dann wirklich, muss ich aber sagen, wirklich ein tolles Bistro entdeckt, so ein kleines, ganz lieb verschlafen. Ne? Und ich natürlich voraus, ich war der Einzige, der Französisch kennen hat. Ne? Und da ist auch wieder so ein Pinguin drin gestanden mit so einem Hangerl, ne? Und er hat uns schon erwartet und empfangen quasi. Ne? Und wir kommen rein und der steht da und sagt, was war? Ne? Sag ich, was war euch, Depper, da? Ne? Da war gleich eine komische Stimmung in dem Lokal. Nicht? Da hat mich nicht angegeben von den Schädel dort. Und dann hat er aber gleich gemerkt, dass wir irgendwie Ausländer sind. Nicht? Und hat halt so auf gebrochen Deutsch oder gesagt, möchten die Herren vielleicht dinieren? Sag ich, ja, hörst, wenn sie frisch sind, nehme ich es schon. Nicht? Ich meine, wenn's ich reiß mich noch mal nicht um die Innereien, aber so ausgebraten alle wollen. Und, aber, und eigentlich war es mir wurscht, nicht? Weil wir eigentlich haben wir einen Durst gehabt von der Hatscherei, waren wir natürlich trocken da nicht. Und der Ogerl natürlich sowieso, der hat eh gleich gefragt, komm, Boutön, nicht? Aber er hat sofort verstanden und ist gleich gekommen zum Tisch. Nicht? Sag ich, was ist, soll ich es zeichnen, mach es vielleicht aufhörst, nicht? Was, hat er mir eingeschenkt, nicht? Sag ich, willst du mir sich gehen, schenk ein ordentlich, nicht? Was ist da? Das,
Schaut aus wie schlecht angewaschen, das Glasl, ne? Das war. Der eine hat sich gleich voll angehört, ne? Ha, klar, der Trottel, war nur der Kostschluck. Na, ha, Kostschluck, dann so auf einem du in Kostschluck, ne? Mir soll er den Schluck einschenken, der was nichts kostet. Glaubst du, die brennt für das Lager, was? Ja? Und. Im Nachhinein muss ich auch sagen, bin ich froh, dass ich das Glasl in Andi zum Kosten gegeben habe. Ja, aber das hast du eh nicht saufen können, gell, Andi? Na, was hast du nicht saufen können? Das war eine Katastrophe. Ich hab das fast nicht runtergebracht, ne? Bursch, entschuldige Zwischenfrage, was für ein Wein war das? Was? Was? Was für ein Wein war es? Ja, Andi, was war das für ein Wein? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hinten am Etikett ist angestanden CS-ME-ZW. Versteh, dann war es eine Cuvée. Nein, es war ein Ruder. Schon, aber das sind die Rebsorten, ne? Ja, was Rebsorten? Was? Ich kenne nur zwei Rebsorten. ZS, NZS. Zum Saufen, nicht zum Saufen. Ne? Und das war ein NZS. Also das war wirklich, das war ein Sauerampfer. Ne? Da habe ich gesagt, vor Ort, den kannst du einrechsen. Ja, mit dem brauche ich nicht, wenn ich den sauf, brauche ich einen blinden Hund morgen. Ja. Aber dann muss ich zu seiner Rettung sagen, ist er wirklich gekommen mit einem guten Saufjahrblau. Der war vom Feinsten, ja. Haben wir gleich 6er Tragerl geschnappt, ne? Jeder von uns, nicht? Und ja, und dann waren wir auch sehr aufgekratzt und zurück ins Mannschaftshotel, nicht? Und der Teamchef hat uns gleich empfangen, nicht? Und man zum Überhören waren wir eh nicht, der war gleich Paare auch, nicht? Aber ja, ich habe dann am nächsten Tag geglänzt, ich habe dann 2 Goal gemacht, eins fast, eins gar nicht. Und auf jeden Fall war es ein Potzentheater in Paris, muss ich ganz ehrlich sagen. Jederzeit wieder. Na fein, Toni, ihr habt einen Spaß gehabt in Paris. Ja, sozusagen habt ihr euch ein paar Schluckimpfungen gegeben in Saufjahr Blau. Nicht? Und Impfungen, auch gleich das nächste Stichwort, extrem wichtig. Ja? Impfungen im Urlaub, da müsst ihr wirklich aufpassen. Ja, ich kann mich erinnern, vor wenigen Jahren waren wir in Südamerika und trunken eine Cola mit Eiswürfeln. Ne? Nachher 4 Tage mit dem Porzellanautobus gefahren, weil irgendwie 18 Kilo angenommen, nicht? Da brauchst du keine Meierkur mehr. Ja, das war. Und seitdem bin ich vorsichtig, lasse ich mich immer impfen. Immer. Ich gehe nicht mehr, ich bin heute auch geimpft. Nicht? Aber, also nicht aus Misstrauen, aber einfach aus Sicherheit. Weil, einfach, nein, weil für mich fängt der Urlaub schon daheim an. Nicht erst im Flieger oder am Flughafen. Ich bin daheim in der puren Urlaubsstimmung. Mache ich mich selber gar nicht fertig, bringe mich in Urlaubsstimmung, ist herrlich. Nicht? Wir laden da daheim immer ein und packen die Koffer. Und das ist so die präholidäische Phase, könnte man sagen. Nicht? Und das taugt mir total, denn meine Frau packt immer ein, die Koffer und die Trolleys und so weiter. Und ich trage das dann runter ins Auto, also ist gleich erledigt, 6-mal auf, 6-mal runter, nicht? Und dann, ja, dann versuche ich halt das Auto einzuladen, nicht? Mache den Kofferraum auf, lege die Sitze um, nicht? Und dann muss ich aber im Zulassungsschein immer schauen, weil da immer doch das höchstzulässige Gesamtgewicht, nicht? Weil der Raffen dann immer so im Rotkosten drinnen ist, nicht? Das Auto steht dann immer so da wie eine Challenger-Rakete, nicht? Das, weil ich mir dachte, ich weiß nicht, ob das geht, aber bin dann so eine Probefahrt gefahren, da hat es hinten schon gefunken, nicht? Das, bin mit dem Auspuff bin ich aufgesessen, dann habe ich wieder ausgepackt, nicht? Und dann habe ich diese Heckklappe von dem Fahrzeug, die steht dann so waagrecht weg, nicht? Und ich spanne das dann immer runter mit diesen Hageln, was die, mit diesen Spinnern, was du so unten einklemmen kannst, nicht? Und blöderweise, pjung, ist eine auf, nicht? Und hat sich dann da in der Nase eingehängt, genau, man deppert, war ein Pech auch, nicht? Muss ich sagen, das ist irgendwie so eingehängt, jetzt hat es mich übers Dachel drüber gewirfelt, nicht? Aber so, aber geschickt über die Frontscheibe abgerollt und habe aber gemerkt, dass da fehlt jetzt was. Also, aber wie gesagt, ein Freund von mir ist Arzt, der mit den Impfungen und hat mir so ein kleines Nähset gegeben und das, ich meine, nein, kann ich nicht, jetzt tue ich mir das immer zu betackern selber. Nicht? Mit so einem das also, mittlerweile taugt es mir sogar, muss ich sagen. Ist herrlich. Und dann fahren wir am Flughafen nicht? Und sitzen drinnen und lachen im Gras, wenn wir uns so auf dem Urlaub freuen und dann, ja, das ist herrlich. Da. Die S1 ist wirklich ein Traum. Nicht? Ich wohne da südlich von Wien und fahre nicht über die Tangente, die S1, Antithese zur Tangente, also Tangente packen, S1 fahren. Ne? Und von mir daheim am Flughafen 18 Minuten, gestoppt. Ja? Bin in 14 auch schon gefahren. Ne? Dann allerdings 2 Monate Taxi. Ja, und er war so ein Harzerl mit einem dunkelblauen Passat, nicht? Und irgendwie, ich meine, ich hab's eh gewonnen, nicht? Aber es war dann trotzdem irgendwie so als Urkunde, habe ich gekriegt, Anonymverfügung. Hab mir gedacht, ja, feige Sau, was heißt Anonymverfügung, nicht? Wer? Wo? Zuerst im Tantenwagel, dann schreibt er nicht einmal drauf, wer es ist, nicht? Und hab mir gedacht, gut, schreibe ich das nächste Mal, ich auch die Tafel noch, wir waren ins Radar vor, nicht? So, dann schauen wir schon, ob's mich find's, nicht? Und, aber egal, und dann kommst du halt hin und dann muss ich sagen, ich habe das Taxifahren wirklich, wirklich lieben und schätzen gelernt, weil das eigene Auto von einem Flughafen, das bringt nichts. Ja? Du kannst nämlich am Flughafen nirgends mehr stehen bleiben, Gepäck ausladen. Wo? Wo willst du denn stehen bleiben am Flughafen? Ja? Keine Chance. Früher selber mit dem Auto hin, fährst oben von der S1, Abfahrt Flughafen, hörst das schon von der Weiden? Achtung, Abschleppzone.
Ein deutscher Dauerwehrsohn. Dann fährst du weiter, kommst zum Ortsschild Flughafen. Haben sie ein eigenes Ortsschild aufgestellt, Flughafen oder Ortsschild. Ja? Für die Depperten, dass sie nicht vorbeifahren. Ne? Das gut, so einen Flughafen übersicht man leicht, muss ich auch sagen. Ne? Ich bin nicht einmal erst in Fischermann gestanden. Nicht? Halt, da war er. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Flughafen hat. Nicht? Wenn sie ein Ortsschild haben, müssen sie Einwohner einen Bürgermeister haben. Nicht? Das muss irgendwie so eine Gemeinde sein. Ne? Und dann hast du rechts dieses P3, nicht? Dieses architektonisch wirklich wunderbar gelöste Parkhaus. Es schmückt sich schön in die Landschaft ein. Das lasse ich aber immer rechts liegen und fahre auf die Rampe. Ne? Und dort versuche ich mich immer einzupacken. Oben, was der bei den Dachsler, nicht da irgendwo dazwischen, bei diesen roten C&K-Autos. Nicht? Da versuche ich mich immer, aber geht gar nicht. Weil ich komme nämlich nicht einmal auf die Rampen auf. Weil auf der Hälfte der Rampe kommt einmal schon entgegengerannt, nicht? Der Sheriff mit der gelben Weste, nicht? Der Executive Officer dort, nicht? Der, was der beim Polizeieignungstest dreimal durchgeflogen, aber dort die dicke Hosen. Nicht? Hey, was ist mit dir, Depper? Du kannst da herstellen, wo ist dein Schuss? Du kannst da auspacken, das sagst du, Stample, du traust. Da sicher nicht, was ist mit dir? Da muss der Fuß in den Fuß riefen. Was kann man da alle herstellen? Da kannst du da herstellen, Depper. Komm, pack aus und hol den Daumen, ein bisschen um am Daumenwagen, ne? Trautel, Depper. Ne? Habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kann man mit dem Herrn ein bisschen mit dem Schmäh beikommen. Ne? Bin im Auto drin gesessen. Grüß Gott, tut mir sehr, sehr leid. Ja, ich weiß, habe leider ein technisches Gebrechen. Ich würde eh sehr gerne wegfahren, kann aber leider nicht. Da dürfte der hydropneumatische Luftmassenaußenbegrenzer sein. Ja, ein sehr, sehr häufig vorkommender Defekt bei Fahrzeugen. Sehen Sie sich vielleicht an den Hitze-Grand Prix von Südafrika in Kialami 1978. Das war unglaublich, nicht? Da hatte ja Patrick Dambé im Ferrari den gleichen Defekt, gefolgt von Didier Pironi. Und ja, viele Turbomotoren sind da damals überhitzt, diese unglaublichen 70, 75, 78 oder 82 Grad in den Motoren, das waren einfach für viele Turboladeraggregate viel zu viel. Und dann dieses unglaubliche, einzigartige Rennergebnis. Piquet, Patrese, Scheckter, Senna, De Angelis, Katayama, die kennen Sie, der kleine Japaner, der sich nach seiner aktiven Formel-1-Karriere ganz dem kirgisischen Hüttentanz verschrieben hat. Und auf Platz 2, Michele Alboreto, der Sohn eines sardischen Eisenbiegers, der ja hinter seiner Wohnung dann von einer Hexe erdolcht wurde. Und das war unglaublich. Das interessiert den halt gar nicht. Ja. Deppert, da braucht man doch keine Geschichte drücken, ja? Du kannst dich ganz normal schleichen mit dem Wagen, weil sonst soll ich da bist du oben Wagen, ne? Und dann macht okay, was soll ich mit dem Herrn diskutieren? Es bringt ja nichts, ja? Wozu? Er ist im Recht, Vorschrift ist Vorschrift, sinnlos, ja? Und da weiß ich seitdem natürlich auch, diskutiere nie mit Idioten, weil sie holen die auf ihr Niveau und gewinnen dort mit Erfahrung, ja? Muss man auch dazu sagen, ne? Also da... Und... Aber ich dachte, okay, dann ist ja wurscht, dann stelle ich mich halt woanders hin, fahre ich da wieder runter von der Rampen, stelle ich mich halt ins Parkhaus 4. Ist ja egal, ist ja Urlaub, überziehst du halt das Konto, was so ist. Nicht? Ist ja... Aber nach 2 Wochen Urlaub ist das Konto nicht überzogen, da ist es angerissen. Und natürlich, meine Frau hat natürlich immer wirklich wesentlich wichtige Tipps am Beifahrersitz. Stellt sich halt einmal zur Parkplatz, warum fährst du nicht einmal zur Parkplatz? Stellen wir uns einmal zur Parkplatz, fahren wir zur Parkplatz, das ist nicht so weit, da kriegst du immer einen Parkplatz, fahren wir zur Parkplatz. Gut, zur Parkplatz ist ein Begriff. Kennt man, glaube ich, oder? Ja. Weiß ich noch 2 Wochen Urlaub, wo mein Auto steht? Ich weiß nicht einmal noch 2 Stunden Shopping City, wo mein Auto steht. Ja? Kann mich erinnern, 2006, angekommen von einem Tauchurlaub in Ägypten, Jänner, minus 8 Grad in Wien, ich trottel mit den Flipflops raus, ne? Das Wagelschirm am Maturparkplatz stehen gehabt, ne? 23:45 Uhr, ich raus aus dem Terminal mit den Koffer, denke mir, Gut, der Shuttlebus wird eh gleich da sein. Nach einer halben Stunde habe ich mir das nicht mehr gedacht. Aber ich dachte, egal, ich gehe dann geh halt zu Fuß runter. Bist du gleich unten, nicht? Das sind 5-6 Kilometer, bist du gleich drüben. Nicht? Ja... Und bei Kilometer 3 circa haben meine Füße mit diesen Flipflops so eine Symbiose gestartet. Also weiß ich, hat das Fleisch in Gummi gefressen oder... Es war so schwarz, so klumpenartig. Ja. Das Angenehme an der Geschichte war, die Haxen waren gefühllos. Nicht? Also gespürt habe ich gar nichts mehr. Nicht? Und da macht es dann auch Spaß langsam. Nicht? Wenn's da oben, da habe ich ein bisschen schwächer da angeschaut, bin ein bisschen bummeln gegangen dort und so. Nicht? Und war einmal zur Parkplatz unten. Dort habe ich ihn allerdings dann gesucht. Nicht? Mein silbernen Audi-Kombi. Mein Schlüssel. Na okay. Waren 268 silberne Audi-Kombi. Nicht? Audi, Vorsprung durch Technik, Verspätung durch Suchen. Ne? Da rennst du aber dumm. Vor allem ist er geschneit, das waren alle weiß. Ne? Herrlich, super. Ne?
Und wenn du mit dem Auto hinfliegst, also hinfährst zum Maturparkplatz, auch bei der Abreise, da hast du ja genau das Gleiche. Nicht nur bei der Ankunft, das hast du bei der Abreise auch. Nicht? Weil ich fahre dann immer auf, aufs Terminal, da weiß ich, mit denen diskutiere ich gar nicht mehr. Ja? Lasse meine Familie aussteigen. Na kommt, Papa, der Gentleman, holt sich in Ruhe einen Kaffee, ich erledige das mit dem Auto. Der Silberrücken. Ihr sollt das schön haben. Papa regelt das. Und dann fahre ich runter, allein, am Maturparkplatz. Und auf der halben Wegstrecke denke ich mir, warum habe ich einer eigentlich das Gepäck nicht mitgegeben? Und noch ein Tankstopp. Weil das Tank war ja leer, nicht? Komme ich dann am Maturparkplatz hin, parke mich irgendwo ein, lade das Auto aus. Nicht? Und wenn du diese 6 Trolleys dann draußen hast, ja, überlegst du natürlich, wie komme ich jetzt auf am Terminal zu Fuß, weil Shuttlebus fährt da keiner weg. Ne? Und jetzt habe ich so eine eigene Grifftechnik mittlerweile entwickelt, dass ich 6 Trolleys mit 2 Händen drohen kann, weil sonst hätte ich auch 4 Hände zu wenig. Nicht? So, das heißt, ich greife den schwarzen Stolli so hin, nicht? Und die leichteren stelle ich dann daneben hin und dann musst du schnell sein. Nicht? Du musst 2 Griff gleichzeitig zusammendrucken, dass die leichteren Trolleys aufkloppen. Also die sind dann in der Luft. Nicht? Und dann legst du um, dass die Rahlen halt unten greifen von den Schwanen und die leichteren Trolleys hinten zur Weg stehen. Nicht? Und so gehst du dann auf, wenn man in einer Stunde bist oben, da sind wir nicht komisch. Ja? Es ist nicht so schwer. Nicht? Fast. Nicht? Also ich komme dann immer auf zum Terminal. Nicht? Circa 8 Kilo weniger. Und dort erwartet sie mich bereits, im Terminal, ja, beim Quick-Check-In. Nicht meine Frau, nein, nein, die rote Elfe mit der blickdichten Unterstrampler, nicht? Diese Auer-Trainees, nicht? Da steht's dann dort. Nicht? Na kommen Sie, lassen Sie mal sehen, das Ticket, wo müssen Sie denn hin? Da sind Sie ganz falsch, hier ist Terminal 2, Ihr Flug geht vom Skylink weg. Das ist ein gutes Viertelstündchen zu Fuß. Irgendwann einmal ist das Sauerstoffzelt dann abgebaut, der Notarzt-Hubschrauber wieder weg, nicht? Ich habe wieder einen normalen Puls, gehe dann um zum Skylink, verliere eine gute halbe Stunde, also das geht sich aus, nicht, dass der Flieger auf mich wartet. Checke ein, Passkontrolle, erledigt das alles, alles kein Problem, aber dann geht's los. Dann kommt die kleine Matura für Urlauber. Ja? Die Schleuse der Wahrheit. Der Security-Check. Ja? Ja, ja. Seit dem 11. September ja, dürfen wir uns ja auf internationalen Flughäfen ein bisschen fühlen wie bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung. Gell? Nur, dass du bei selbiger nicht so genau untersucht wirst wie am Security-Check. Ja. Da sind andere Gesetze. Ja. Mit mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit lassen sie dich nicht einmal in die Nähe von einem Flieger, ja, was mir wurscht ist. Aber wenn die Oma ein bisschen Wasser in die Füße hat, kannst du das heimführen. Ne? Und nicht falsch verstehen, ja. Ich meine, ich sage ja zur Sicherheit in der Luftfahrt. Allerweil, also ich brauche auch keine außerplanmäßige Zwischenlandung in einem Wolkenkratzer. Ja. Wo ich allerdings schon ein bisschen porös wäre, das Personal am Security-Check. Also das ist eine Mischung aus Park-Sheriff und Türlsteher, kann man sagen. Also Sympathieträger, wirklich. Also sind umgeschulte Langzeitarbeitslose, habe ich herausgefunden. Und die haben für die Dauer von 2 Minuten 100% Macht über dich. Ja? Und das ist wirklich das, was gefährlich wird. Ne? Weil die sind höchst korrekt. Ja? Da stehen sie dort auf der Suche nach flüssigen Sprengstoffen. Klar, verstehe ich schon. Ne? Ich meine sicher, was also für Slower Balance und der Nivea Bodylotion bauen wir Botzen Bomben oben. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Am Flugzeugklo, nicht? Auf 0,2 Quadratmeter. Nicht? Da musst du schon ein bisschen Lulu machen, Artist sein, nicht? Dass da bei Turbulenzen nicht alles auch. Stehen sie mal dort, nicht? Haben so Laserschwerter in der Hand, nicht? Die Jedi-Ritter. Jacken, Gürtel, Schlüssel, Hände, lebt am Fotoapparat und schieß alleine, gell? Und dann fangen sie meistens an, so mit so einem ureigenen Akzent zu sprechen. Also mal auffallen. Wowie! Wowie! Die Uhr auch oben herrscht. Gut, wow. Lachen brauchst du dort nicht. Ja?
die nehmen das bitter ernst. Wenn der sieht, dass du lachst und schaut da rein und sieht, dass du einmal Gamplumpen drinnen hast, dann reißt er die Vorurteile raus. Ja, und ich meine, ich probiere es dort schon auch, natürlich mit Schmäh, ist keine Frage. Ne? Die kommen immer hin, hui, grüß Gott, herzlich willkommen am Security-Check. Was? Nein, nein, super ist das. Ne? Das erinnert mich an die Grand Prix-Strecke in Monte Carlo. Eine Schikane nach der anderen. Nein, hat er nicht lustig gefunden, ne? Gar nicht. Haben wir Flüssigkeiten mit? Außer einer vollen Blasen habe ich gar nichts mit. Ne? War auch nicht leiwand, 2 Minuten später bin ich schon im Extrazimmer gestanden, ne? Mit einem 500-Watt-Scheinwerfer im Auspuff drinnen. Ne? Die wollten mir die Flüssigkeit abpumpen da drinnen. Ne? Sag ich, nein, stopp, ja. Unsere sind ja eh entspannt. Flieg einmal nach Amerika. Ja? Am John F. Kennedy Airport in New York, dort stehen die echten Securities. Ja? Das sind nicht solche Beuteln wie bei uns, das sind richtige Hühnen. Das sind so 2-Meter-Kisten, ja? Da glaubst du, die haben die Super Bowl gewonnen. Solche Schränke, ein schwarzes Spiegelbrünn, dann haben sie meistens so Plaketten, so richtig Furcht einfach. Da die Gummiwursthänger, da die 44er Magnum, die 8er am Gürtel, alles da. Nicht? Steht er dort. Sir, step back, sir, please. Step behind the yellow line, step back, sir, please. Step back, sir! Ja, mit dem brauchst du auf nichts einlassen, ne? Der hust und du bist weg, ne? Das ist... Wenn du eine richtig coole Sau bist, ja, stößt sie zu dem hin mit einer Schatner-Bombe in der Hand, ja? Sir, come on. What's that? What's that? That? That, it's nothing. Also, it's a... Schatner-Bombe. Bomb. You say bomb. Repeat. Bomb. You say bomb. No. Not bomb. Nein, es ist kein Bomb. It's a Schatner-Bombe. It's a... a Krachel. Nein, kein Krachel. It's like a... Crackle. Nah, it's a Krachel. It's a typical name. It's a famous from Austria. In Vienna, we call it Krachel because it's a... Because? Yeah, it makes a little boom. Boom. Come on, lay down on the floor, you motherfucker, and put your hands where my eyes can't see, man. Dann liegst du dort am JFK mit der Schatnerbombe in der Hand, dem 44er im Knack drinnen, ne? Alle Leute schauen dazu, machen Handyfotos, stellen sie ins Internet, ne? Super leibend, ja. Mittlerweile frage ich mich schon, was ist Ärger? Ja? Die Paranoia von den Amis oder die Al-Qaida selber? Ja? Da sind unsere wirklich locker. Die sind komplett entspannt. Ne? Weil, mein, klar, hast du das mit Laserschwert auf Wichtig, stehen sie dort, ne? Jacken, geht, die Jedi-Ritter. Ne? Da gibt es ja 2, die Ewoks, die mit Laserschwert, ne? Und die Eloy. Die Eloy sind die, die hinterm Schirm sitzen. Ja? Was ist denn das? Was haben denn da drin? Was ist denn da im Koffer? Was haben wir denn da? Ne? Das sind die Ärmsten. Die Eloy sind die Ärmsten. Ja? Den ganzen Tag sitzen, in einen Schirm schauen und einen Koffer nach dem anderen anschauen. Die haben die Barbara Karlich schon auf Endlosschleifen dort. Ja? Ich fühle mich heute so aufgebläht. Gut, also, das Security-Wahnsinnsgeschichtchen hätten wir hinter uns gebracht und jetzt gehen wir zum Gate. Da hat sich der Flughafen nämlich wirklich was Geniales darüber überlegt. Die haben das nämlich Gate genannt, weil die wollen, dass man hingeht. Ja? Das hat sich allerdings noch nicht zu allen Touristen durchgesprochen, weil viele Urlauber glauben, das Gate steht für holen wir uns nur ein Bier, gehen wir aufs Klo, gehen wir noch einen Kaffee trinken, die werden uns schon irgendwann mal auswerfen. Nein? Wir wissen es aber besser, wir gehen sofort zum Gate, nehmen auf selbigen Platz und warten auf den erlösenden Lautsprecherspruch.
Werte Fluggäste, Flugnummer 309 nach Palma de Mallorca ist nun zum Einsteigen bereit. Genau. Was dann allerdings passiert, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese kollektive Massenhysterie, die dann einsetzt, ja, diese tumultartigen Panikattacken, ja, ein Flashmob von Epileptiker auf Speed ist ein Scheiß dagegen, ja. Da springen 230 Leute auf, ja, und rennen dort zu der armen Frau hin und bicken dann so an der Scheibe dort, ja, weil sie dann glauben, ich weiß nicht, was glauben die Leute, dass die besten Plätze am Flieger weg sind, wenn sie nicht gleich dort sind, ja. Ich möchte ein einziges Mal erleben, dass die Leute nach dieser Lautsprecherdurchsage ganz entspannt sitzen bleiben. Ich glaube, da siehst du vorher einen FPÖ-Politiker bei einer Moscheeführung. Ja, weil das ist unwahrscheinlich. Ja. Wir wissen es eh besser. Ja. Wir sind ja Chatlager, wir bleiben entspannt sitzen. Wir fahren nicht mit dem ersten Transferbus, wir fahren mit dem zweiten Transferbus. Ja. Unterschied zwischen ersten und zweiten Transferbus kann ich relativ einfach erklären, und zwar anhand der Schwedentheorie. Erster Transferbus IKEA Freitag Nachmittag, zweiter Transferbus IKEA Montag Vormittag. Ja. Und das weiß ich, weil ich eine Frau mit Schwedensyndrom daheim. Ne. Also, wir wissen es besser, wir fahren mit dem zweiten Transferbus zum Flieger, kommen dort ganz entspannt hin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr entspannt, nicht? Weniger die schon drinnen sitzen, die Erstbusler, nicht? Die so eine zwängt haben, da hucken sie dann schon im Flieger, angefressen natürlich, weil sie schon eine Viertelstunde drinnen warten müssen, nicht? Angeschnallt, die Krone haben sie auch schon ausgelesen, nicht? Schauen sie natürlich, nicht? Und müssen aber erst wieder aufstehen, ja? Weil wir sitzen Fenster. Wir sitzen nicht Gang, nein, ich lasse mir die Kniescheiben nicht vom Trolley hinmachen, ja? Es ist nämlich so, mir ist aufgefallen, wenn man am Gang sitzt, ja, muss der, wenn du da gerade ein bisschen eingeschlafen bist, am Fenster aufs Klo. Ne? Und ich habe für mich entschieden, ich bin lieber der, der Lulu geht, wie der, der aufgeweckt wird. Ja. Ja. Na gut, und dann setzt man sich hin, macht sich einmal mit dem Flugzeugsitz vertraut. Nicht? Ich meine, gibt es jetzt nicht viel zum Wissen, ist jetzt keine technische Meisterleistung, so ein Flugzeugsitz. Nicht? Gibt eh nur zwei Positionen, aufrecht, ungerecht. Nicht? Die zwei. Na, und dann sitzt du halt drinnen und wartest halt einmal, bis dich die Cockpit-Crew begrüßt. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Timo Steffer, ich darf Sie im Namen der Gesamtbesatzung recht herzlich an Bord dieses Fluges willkommen heißen. Wir haben noch zwei Flugzeuge vor uns in der Startliste, also pünktlich starten. Hoffen Sie, fühlen sich wohl bei uns an Bord. Eine pünktliche Landung in Palma de Mallorca. Ich werde mich dann im Laufe des Fluges nochmal bei Ihnen melden. Ladies and Gentlemen. We are starting in the second position. The flight time will take 1 hour and 50 minutes. We hope you feel comfortable and enjoy your flight. And after the landing, we'll take the second position. Ich weiß nicht, was der... Also ich habe noch nicht verstanden, was die reden. Ja, vielleicht hört das so, keine Ahnung. Vielleicht sagt man den jungen Piloten in der Ausbildung, red auf alle Fälle so, dass die nichts verstehen. Ja. So, gut, dann startet der. Ne? Und so nach einer halben Stunde, ja, dann geht es dann auch schon los. Ne? Dann ist auch der, der vor mir sitzt, meistens schon in der ungerechten Position. Ja? Und mir ist ja auch immer lieber, ich höre nicht das beim Start. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sondern, guten Morgen, meine Damen und Herren. Kurz vor dem Start darf ich noch um Ihre Aufmerksamkeit bitten und Sie mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Das hat nämlich einen riesen Vorteil. Weil wie der Niki noch selber geflogen ist, mittlerweile fliegt er leider nicht mehr selber, ne? Der hat schon Upgrade, er ist schon Kommandant der Sternenflotte. Aber wie der noch selber geflogen ist, habe ich natürlich das Bord-Entertainment massiv mit beeinflussen können. Ne? Weil so nach der ersten halben Flugstunde, wann der eben schon hinten ist mit dem Sattel, ja, ich hinten in der Froschelhaltung, ne? Das druckst du eine Stunde 50 einfach nicht durch. Ne? Dann habe ich das erste Entertainment-Tool schon ausgepackt. Ne? Dann habe ich mich vier gelernt. Also die genialste Erfindung in der Luftfahrt ist der Autopilot. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie schnell der fuhren war. Ne? Dann ist er gesessen, eineinhalb Stunden, hab acht. Ne? Nicht einmal beim Fenster ausschauen traut, wer glaubt da das Rotkäppchen im Rücken, ne?
Gut, dann muss eine Zeit lang Ruhe sein, weil sonst eskaliert es natürlich. Ne? Und in dieser Deeskalationsphase gebe ich halt auch Ruhe. Ne? Da sitze ich dann dort und dann fliegst du eine Zeit. Also, ihr könnt es euch vorstellen, ja? Ich spüre jetzt nicht eine Stunde 50 Flug, weil sonst habe ich da eine Zwischenlandung auf der Bühne wegen Sauerstoffmangel. Ne? Wenn der Flieger dann in den Landeanflug übergeht, dann kommt das dritte Entertainment-Tool, weil in diesem Landeanflug-Prozedere macht er unten diese Klappen auf, wo das Fuhrwerk ausfährt. Ne? Und wenn das Fuhrwerk ausfährt und einrastet, macht es so ein komisches Geräusch. Ja? Das ist schier eigentlich. Ne? Und wenn ich dann vom zweiten Entertainment-Tool, vom Klo zurückkomme, suche ich mir immer den mit Flugangst. Hast eigentlich auf jeden Flug an dabei. Ne? Die erkennt man auch relativ leicht. Ne? Das sind die Herrschaften mit den blutig angehauten Fingernägeln. Ne? Da haben sie meistens so Brunzfleckerl da so an der Hose. Ne? So. Und wenn ich den gefunden habe, dann schaue ich mir immer genau an, weil wenn dieses Fahrwerk einrastet, mache ich immer, wow, wir stürzen an! Und er, nein, ich will nicht sterben! Ja? Reißt sie sofort den Zutz von oben runter. Ja? Ich lache mich schief da drinnen natürlich. Das ist wirklich großartig. Ja? Nein. Dann beatmen sie den irgendwie oder was. Nein, und dann setzt der Flieger zur Landung an. Und dann passiert ja gleich das nächste Phänomen. Ja? Weil wenn der Flieger unten ist und die Radeln den Boden berührt haben, dann passiert ein unglaubliches Phänomen im Inneren der Kabine. Was machen die Leute, wenn ein Flieger gelandet ist? Na, doch ein paar Charterflieger da heute, ne? Frage, warum klatscht man, wenn ein Flieger landet? Ha? Was? Dass er gut angekommen ist? Also ich meine, ich persönlich gehe davon aus, dass der Pilot landen kann. Ja? Das war sein Job. Also der hätte es auch gelernt. Ne? Das setze ich eigentlich voraus, wenn ich einsteige, dass er das Landen auch wieder kann. Ne? Oder, ich weiß nicht, Post ist auch, wenn ein Busfahrer die Haltestelle trifft. Oder? Hey! Weltklasse, genau eine getroffen, super, ja. Was? Nein, so eine Haltestelle, alle Wörner, super gemacht, ja. Oder beim Bill an der Wurstabteilung, ne? 10 Decker Kalbspariser, bitte. Gerne. Boah, genau 10 Decker, Weltklasse, wie machen Sie das? Das ist super, ne? Gut, dann verhallt der Applaus für diese zugegebenermaßen aeronautische Meisterleistung, ja. Und dann passiert der nächste Wahnsinn. Der Flieger ist keine 20 Meter groß auf der Bahn. Ja? 225 Passagiere gleichzeitig. Krack, auf, zack. Alles aus. Reißen es, alles fetzen es aus. Ja? Hallo? Ich meine, es ist nämlich noch keinem Passagier in der Geschichte der gesamten Luftfahrt gelungen, ein Flugzeug zu verlassen, bevor es die endgültige Parkposition erreicht hat. Ja? Die Leute glauben das aber nicht. Ja? Nein, da springen wir auf. Nein, wer weiß, wenn du da nicht aufstehst, da verlieren wir vielleicht 5 Minuten, sind wir schneller am Ding, wenn wir da sind wir schneller dort, bei den Koffern sind wir schneller im Hotel, sind wir schneller am Pool, sind wir schneller beim Essen, nicht? Sind wir schneller wieder daheim. Nicht? Dann bleiben wir sitzen 5 Minuten nach der Landung. Das holst nie wieder auf im ganzen Urlaub. Nicht? Vor allem, das kumuliert sich ja dann im Hotel auch. Nicht? Da am Ende fällt eine Stunde, versammst den Flieger beim Heimfliegen, wenn du nicht aufstehst. Nicht? Gut, ich bleibe immer entspannt sitzen, fahre auch beim Hinflug, dann am Zielflughafen fahre ich wieder mit dem zweiten Shuttlebus zum Terminal. Ja, weil es mir wurscht ist, ich bin dann eher entspannt. Komm dorthin, schau, ob die 2 Koffer schon da sind. Die 2, die vor mir gesessen sind, sind da, die sind ja aufgesprungen. Ne? Und finde auch meine Gepäckstücke, runter vom Bandel, auf aufs Wagel und raus zum Shuttlebus, der uns in Richtung Hotel führt. Und in diesem Shuttlebus, ja, kann man relativ genau beobachten, wer von den Touristen Hotel Roulette gespielt hat und wer nicht. Ja, die Roulette-Spüler, die sitzen nämlich so drinnen in dem Bus. Nein, nicht. Alter. Geschle. Alter, was ist... Ah.
Das brauche ich nicht. Ja? Ich weiß ja, was ich bucht habe. Nur vor Ort, im Hotel, wenn ich dann angekommen bin, dann schaue ich schon genau. Ne? Da habe ich so eine Checkliste mit, da muss ich mir alles genau anschauen, da habe ich mir alles aufgeschrieben, was ich bucht habe, ob das das Hotel auch einhält. Ja? Das ist ganz wichtig. Da habe ich mir dann alles aufgeschrieben und dann schaue ich mir. Ne? So. Also, was habe ich bucht? 4-Sterne-Hotel habe ich bucht. Gut, wo sind sie? Da, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, gut. Jo. Wird er runtergegangen sein, der 4. Stern. Ne? Das... Nein, in dieser salzigen Meeresluft halten die Kleber auf der Fassade nicht so gut. Ne? Das Holz haut es dann immer wieder runter. Vielleicht ist 4 Stern so bier, ja. Fast der 5 Stern. Passt, super, ja. Dann haben wir bucht Strandnähe. Ne? Da ist er, eh. Ja, passt, super. Halbe Stunde bin ich dort. Mit Leibung. So, dann. Sea View. Meerblick, ganz wichtig. Habe ich bucht. Ja, eines Zimmer, Vorhänge auseinander. Hotel, bang. Denkst du, geil, schlei. Außer am Balkon. Ja, da ist es mehr. Passt. Meerblick passt auch. Mehr ist da. Mehr oder weniger, aber es ist einmal nicht weg. Ne? Es gibt nichts, wo ich mehr auszug, wenn ich um 9 in der Früh zum Pool komme und von 50 liegen sind 60 reserviert. Ja. Da stehst du dann dort, wie ein Offenbeutel und schaust, denkst du so, wo lege ich mich hin, nicht auf die Steine. Super, herrlich, kann ich daheim auch. Ja. Und da habe ich mir dann überlegt, nein, da braucht es eine Gegenmaßnahme. Aber in der Sekunde. Und da ist mir eingefallen, ich habe dieses Seminar gemacht, dieses gewaltfreie Umtopfen. Ne. Und in dem Seminar haben wir gelernt, dass man auf die innere Stimme hören soll. Nicht am Pool, ne? Da verstehst du dein eigenes Wort nicht, klar. Ja? Du musst auf ins Zimmer, wo du Ruhe hast, das mache ich dann immer. Dann stehe ich umhin, mache meine Yoga-Übungen im Zimmer. Ja? Stehe dann so im abwärtsgerichteten Hund. Wer es kennt, ne? Das ist so eine Yoga-Stellung. Ne? Ich mein, darf es jetzt eh sagen, aber ich bin nicht aufgewärmt. Ne? Auf jeden Fall so. Und da rinnt da die komplette Hirnsuppe zusammen. So da drüber über die Platten, über den präfrontalen Kortex bis zur Nase und dann, bevor es rausgetropft, fällt es mir ein. Und da habe ich die genialsten Ideen. Und seitdem mache ich es immer so, dass ich kurz bevor ich wegfliege, schaue ich noch ein Sprüngerl in ein Scherzartikelgeschäft vorbei und leiste mir um 8 Euro 8 Sackeln Jugpulver. Ja? Ist ein gut investiertes Geld. Weil ich nämlich draufgekommen bin, dass es kaum wirksamere Ingredienzien auf einem Handtuchel gibt als Hitze, Schweiß und Juckpulver. Ne? Weil wenn der Kai Uwe mit seiner Gattin Wiebke beim Frühstück weilt, gehe ich ganz entspannt zu seiner reservierten Liege. Bisschen nur, was? So flächendeckend halt. Und dann brauchst du eigentlich nur mehr hinsetzen und warten. Ja? Und wenn du das bei 6 so liegen machst, brauchst du kein Pool-Entertainment mehr. Kannst die Animateure auf Pause schicken. Weil dann kommt da der Kai-Uwe, ja, legt sie hin. Und das dauert 8 bis 11 Minuten. Maximal. Ja? Und dann hast du einen Pool-Bingo-Bongo live. Ja? Da stehen sie dann dort. Scheiße, Wiebke! Oh, scheiße, du, da kacke ich ab hier. Oh. Da krieg ich einen Hals, hä? Hey. Ah, wir reißen ab, so ein Scheiß, ich hab eine Läuse im Hand. Du, ja, das kann ich nicht ab, das kann ich nicht haben, du. Dann geht er zu der Rezeption, macht diesen armen Lobbyisten dort fertig, ja. Nimmt natürlich das Handtuch als Corpus Delicti mit, ja. Und während er dort ist, bam, lieg ich schon auf seiner Liege, ja. In Jesolo funktioniert das immer. Was in Jesolo weniger funktioniert, ist dieses Einkaufen. Also es funktioniert schon, weil in Jesolo, ich weiß nicht, wer es weiß, da gibt es die längste Einkaufsstraße der Welt. Kein Theater. 13 Kilometer. 13 Kilometer. Shop, 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 Shop. Die Shoppingmeile. Ein Geschäft nach dem anderen. Meine Frau kennt jedes. Jedes einzelne Geschäft. Ich meine, sicher, die Italiener, nicht klar, die Papagalli, die bespielen natürlich ein bisschen diese Touri-Falle, nicht den Touri-Nepp, die wissen genau, wie es geht, stehen drinnen, nicht mit den zurückgeschleckten Haaren, nicht. Goldkettel, Hemd bist du hier offen, braun gebrannt, nicht? Buongiorno, bella ragazza. Vuoi bere qualcosa und ein po' di prosecco, eh? Na klar, der Kleinen taugt das natürlich nicht. Schieße dort um, ne?
Und aus den vereinbarten 15 Minuten, ich hol mir noch schnell eine Gala, ja, wären 4,25 Stunden, 1,3 Promille, ja, und 28 Sackeln, 14 da, 14 da. Ja. Und dann kommt es zurück ins Hotel. Hallo. Hallo. Wo waren wir? Wer, ich? Ja. Schauen. Und das? Wuchtgewichter oder was? Angebote. Angebote, ja. Dann leitet meistens gleich mein Handy. Anonym. Hallo? Herr Christian? Ja? Schönen guten Morgen, Visa Österreich, Wagner mein Name. Ja, bitte, um was geht's denn? Herr Christian, wurde Ihnen die Karte gestohlen? Na, warum soll man die Karten gestohlen? Die Karten hier. Ich meine, allerweise hätten wir es gefladert, die Karten. Ne? Das ist nämlich angenehm, wenn du auf der Visa-Abrechnung dann siehst, dass der, der es gefladert hat, weniger ausgibt wie deine Frau. Ja? Und. Na, jetzt habe ich dann gesagt: Ende, Karte her, sie hat Stranddienst. Ja, habe ich es eingepackt am Strand, am Handtierkel, sage ich so, und da bewegst du dich nicht weg. Ende der Shoppingtour. Blöd ist halt, in Jesolo kommen die Shops auch zu dir am Strand. Ne? Und dann liegst du am Strand und die kommen. Ne? Luki, Luki. Luki, Luki. Luki, Luki. Good price. Good price. Only do that. Only do that. Only do that. Good quality. Good quality. Good quality. John. Very cheap for you. Only try to do that. Only do that. Have a look. Have a look. Only looky, looky. Only good, good, good. Boah, jetzt sind super Handtücher. Boah, die haben Louis Vuitton-Taschen. Glaubst du, sind die echt? Jo, na klar sind die echt. Na, sie, was wir haben für einen Koffer, 25 Euro, ist sicher nicht gefixelt. Nein, nein, die kannst du nehmen. Ne? Bei uns daheim schaut es mittlerweile aus wie in einem Louis Vuitton-Flagship-Store. Ja? Die stopft nämlich die ganzen gefixelten Taschen in diese Billigregale rein daheim. Ja? Ich habe gesagt, wenn du einmal zu uns an der Heim kommt von irgendeiner Markenaufsichtsbehörde oder so, ja? Da geht 300 Jahre nach Guantanamo. Ja? Bin ich weg. Luki, Luki, only do that, right? Is a good price, good price. Ja? Die anderen, da gibt es ja noch welche. Ne? Das sind meistens Damen aus dem asiatischen Raum. Gell? Meisterinnen der geräuschlosen Fortbewegung. Die hörst nicht. Weiß nicht, wie die das machen, aber die sind lautlos. Also, die Navy Seals sind ein Bolt da oben gegen die. Ja? Das, vielleicht sind die vorher eingeräumt und fahren hinterher auf einmal. Auf jeden Fall liegst komplett entspannt, was du so im Dämmerschlaf, im Liegestuhl, lauscht der Brandung nicht. Auf einmal steht die da, wie aus dem Nichts. 1,30 Meter groß, 42 Kilo, diese schwarzen Klotten hoch. Da hat es eingepackt, so was dieser Klarsichtfolie mit Diffusreflexzone nicht. Masachi! Ein Pulsschlag wie ein Kolibri, ja. Und wenn du nicht in der Sekunde einen Beta-Blocker einwirfst, stirbst du in Sekunden tot. Hat's erledigt. Hat's dir runter vom Bangl wie ein Wöhn City. Ne? Und für die Bodemaster ist das blöd natürlich. Nicht? Weil, wie willst du entscheiden, ist das jetzt ein Gestorbener oder ein Opfer der Massagemafia? Nicht? Weil, nach zwei, drei Tagen wird's leichter. Nicht? Da lässt das Deo dann schon ein bisschen nach. Nicht? Aber wenn du Pech hast, finden sie Ende September zu Saisonschluss. Ne? Mein, natürlich, da hast du schon einen anderen Aggregatzustand angenommen. Nicht? Und so das Ötzi-Lookalike-Stadium hat man dann. Nicht? Und man ist auch nicht mehr Alarmliegestuhl. Nicht? Da hat man meistens schon so eine Traube Menschen, Karabinieri, diese ganzen Bodemaster und so. Nicht? Und schauen sie alle und so. Nicht? Und für viele Schaulustige natürlich. Papa, schau, ist das ein echter Zombie? Na, geh, nein, Cheyenne Chantal, es gibt ja keine Zombies mehr. Und um genau das zu vermeiden, habe ich mich wieder ins Zimmer eingesperrt. Abwärtsgerichteter Hund, ja, und wieder eine Mörderidee gehabt. Ja, super. Ich setze auf Tarnung. Ja. Jetzt lege ich mich nämlich auf diesen Liegestuhl hin, ganz entspannt.
check also. Da fällt das komplette Programm vom Körper runter. Nur mehr die lebenserhaltenden Funktionen. Eine Art Wachkoma. Die Feimannstellung. Und so nach einer halben Stunde ist mir dann ein Fliegen in offenen Mund rein. Und hat sich hinten auf dieses Schluckzapferl gesetzt. Da mache ich keinen Zucker, das habe ich trainiert. Das Einzige, was ich mache, ist. Dann ist die aus dem Mund. Und ins rechte Nasenloch rein. Scheiße! Geh! Na! Die ist nämlich nicht einfach nur ins rechte Nasenloch rein und wieder raus. Nein, die ist auf in die Stirnhöhle. Ja? Und da oben, weiß ich nicht, irgendwie deppert Abung. Und ist in diese eustachische Röhre gekommen. Und bis hintere zum Urwaschlerkräuter drinnen. Ja? Und dann habe ich es natürlich im Innenohr gehabt, weil beim Trommelfell hat es deppert geschaut, weil es zu war. Nicht? Das hat es nicht raus können. Ne? Und jetzt hat die vor lauter zu und die Fliegen hat die im Innenohr zum Rotieren angefangen. Nicht? Ist ja super angenehm, so ein Fliegen im Urwaschel drinnen. Nicht? Das und nach 2 Minuten haben dann ein paar schon Touristen auch schon mitgemacht. Nicht? Die sind dann so am Strand gestanden. Nicht? Und die haben sich gedacht, jeder Animateur für die Neigungsgruppe Ausdruckstanz. Nicht? Also, es hat eine bessere Gegenmaßnahme her müssen als diese. Nicht? Dann bin ich zu meiner kleinen Tochter gegangen und sage, bitte Mausi, borg mal Kübel und Schaufel. Nein. Borg im Papa Kübel und Schaufel, ganz kurz. Nein. Bitte borg mir das Kübel und die Schaufel, ganz kurz, bitte. Kriege ich ein Pferd? Sehr schön, der Mikrowelle gibt her das jetzt. So. Und mit den Lilifee-Schaufel ja, habe ich dann diese Sandwipper-Taktik entwickelt. Ich habe mich selber eingekrammt. Ne? So fischotterartige Bewegungen. Du machst die ganz dicht zu mit Sand selber, ne? Bis auf die Nasenlöcher. Die müsst ihr freilassen, ne? Weil sonst war es ein klassischer Suizid, war ein Blödsinn. Ne? Man kann sagen, wie so ein Alligator. Nicht? Wenn der auf der Jagd ist im Sumpf, nicht? Dann lässt er der auch nur die Nasenlöcher rausschauen. Nicht? Und da trinkt das Antilopal und dann kommt da so der gefernste Hund nicht? Und schwimmt dann so hin. Viele lassen natürlich auch die Augen rausschauen, gebe ich zu, nicht, wenn sie sehen wollen, ob es eine schöne Antilope ist. Nicht? Was mir aber wurscht ist, weil ich die Masseurin ja nicht fressen, ich will es erschrecken. Nicht? Und dann liegst du halt da drinnen, eingerum im Sand. Nicht? Schon ein Zeil, da sieht ja keiner. Nicht? Deswegen kommen auch die Masseurinnen nicht mehr vorbei. Nicht? Und so nach 5 1/3 Stunden, denke ich mir dann immer, was war jetzt gescheiter? Nicht? Die Fliegen im Urwaschel oder die 48 Schrappen, was wir bis jetzt übers Gesicht gerannt haben? Nicht? Noch einmal ein herzliches Grüßgott aus dem Cockpit. Schönen Abend, meine Damen und Herren. Hier ist noch einmal Ihr Kapitän. Wir haben bereits mit dem Landeanflug auf Wien begonnen und das ein wenig Augenblick in Wien schon geplant. Wir hoffen, Sie haben sich wohlgefühlt bei uns an Bord. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Weiterflug und einen schönen Aufenthalt in Wien. Und ich würde uns freuen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Bitte klappen Sie die Tische vor Ihnen hoch und bleiben Sie so lange angestellt sitzen, bis die Anschnallzeichen erloschen sind und das Flugzeug seine endgültige Bankposition erreicht hat. Ladies and Gentlemen, is your captain speaking again? We have been started with the landing procedure to Vienna and expect landing in about 3 minutes. We hope you enjoyed the flight and wish you a pleasant stay in Vienna or a nice connecting flight and looking forward to welcome you aboard soon again. Please remain seated till the aircraft has reached the final parking position and put the table in you during the landing procedure in an upright position. And remain seated till the fasten seatbelt signs have been switched off. Thank you.
Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke sehr, danke sehr. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön.